Im Taunus haben sich mehrere landwirtschaftliche Betriebe zusammengeschlossen und wollen so eine Art Arche-Kette machen. Archehöfe, das sind die, die so vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen haben. Und einen davon habe ich besucht und ich sage Ihnen, das war sehr, sehr nett und natürlich mit sehr freundlichen Tieren. Alles im Taunus. Vorwerkhühner, Mangalitzer Weideschweine, Thüringer Waldziegen oder Coburger Füchse. Nicht alle Rassen vom Aussterben bedroht, aber alle irgendwie nett. Die Pommerngänse müssen gerade im Stall bleiben, weil draußen der Fuchs umgeht. Und das sind Cornelia und Thorsten von Arendt. Der kleine Kerl, der gleich die Flasche bekommt, lag bei seiner Mutter quer im Bauch, hatte die Beine überkreuzt und kam nicht an die Muttermilch. Er hatte dann die ersten 14 Tage furchtbare O-Beine, deswegen haben wir ihn auch Pierre Lesbarski genannt. Und jetzt geht's aber einigermaßen. Und jetzt ist er 6 Wochen alt und macht viel Spaß. Und muss halt immer noch die Flasche kriegen. Also das ist meins, das hier. Das lag auch mit mir zeitweise auf dem Sofa und manchmal sogar im Bett, wenn wir beide beim Füttern eingeschlafen sind. Das ist dann auch schon mal vorgekommen. Die Hühner sind je nach Lust und Laune draußen oder drinnen und Frau von Arendt liebt sie heiß und innig und sie danken es ihr. Aber die Schweine. Nein, nein, da ist wohl ein großer Deal geplatzt. Es hieß eigentlich ein Hund oder Schweine und er hat beides bekommen. Und da sind wir auch im Moment noch nicht ganz plan mit. Also das müssen wir noch mal ausdiskutieren. Ja, die Wollschweine. Warum nur? Das ist die Interaktion. Also mit Schweinen kannst du ganz herrlich kommunizieren. Die setzen sich mit dir auseinander. Die haben einen starken eigenen Charakter. Und für mich macht die Sache einfach rund. Ich finde, ein Bauernhof ohne Schweine ist kein Bauernhof. Also die hier entwickeln am Ende ein sehr schönes, gemasertes Fleisch und sind extrem schmackhaft. Und das ist auch der Grund, warum ich die unbedingt haben wollte, damit es hinterher auf dem Teller auch gut ist. Soll ja schmecken. Die Thüringer Waldziegen sollen im nächsten Jahr kleine Satteltaschen für Proviant bekommen und dann mit Besuchern auf Wanderschaft gehen. Auf Ziegen muss man aufpassen wie auf kleine Kinder. Das ist nicht so ganz einfach. Aber es ist sehr schön und sie halten uns die Schwarzdernhecken kurz und manchmal schälen sie mir Apfelbäume ab. Das ist nicht so schön, aber Verluste gibt's überall. Inzwischen produziert der Archehof in Bechtheim so gut, dass im Dorflädchen einiges verkauft wird. Das Fleisch der Kamerunschafe zum Beispiel oder Eier. Das Taunusdörfchen ist hübsch und der Archehof liegt oben über dem Tal am Wanderweg. Jeder Besucher ist gern gesehen, Schulklassen und Kindergärten kommen oft und die Kleinen dürfen dann was für die Tiere tun. Füttern, Wasser geben, Zäune kontrollieren. Schöne Momente für das Ehepaar. War ja auch ganz toll, als der Waldkindergarten da war und wir hatten ein ganz frisch gelegtes Ei, das war noch warm und alle Kinder haben das angefasst und waren total fasziniert, wie toll sich dieses warme Ei anfühlt. Das war total super. Bei einem Ausflug zum Archehof in Bechtheim wird es einem garantiert eins nicht: langweilig. Ja, da tut sich einiges im Taunus. Also die Kette von Archehöfen soll sich in den nächsten 2 Jahren von Bad Schwalbach bis nach Schmitten ziehen.